Hallo, mein Name ist Matthias Sprenger, ich bin Geschäftsführer der Firma Mimobile, meine Tochter Lisa und wir sind hier im neuen Forum der Firma Euromobil. Und es stehen hier wunderbare Neuigkeiten, die neuen Modelle für das Jahr 2000, Modell 2021. Und diese Neuheiten stelle ich Ihnen jetzt gleich vor. Hallo, mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile. Ich melde mich heute von der Händlertagung von Karmann. Es gibt viele spannende Neuerungen diese Saison. Saison 21 ist es jetzt ja schon. Unter anderem den Davis 630, der Motorrad und Campen wunderbar verbindet. Und zwar hat der hinten im Heck ein Hubbett, was man nach oben fahren kann. Und dann drunter wunderbar viel Platz fürs Motorrad. Komfortabel über die Rampe zum Einladen. Das Ganze auf einer Länge von 6,36 Meter. In das Hubbett passen wunderbar zwei Personen. Optional kann man noch vorne umbauen, dann ist es zu dritt nutzbar. Das Hubbett hier hinten ist wirklich riesig. Man kann sowohl längs als auch quer schlafen. Längs ist es hier 1,90 Meter und hier 1,80 Meter. So rum ist auch der Lattenrost drinnen. Falls man größer ist, kann man quer schlafen, dann ist es 1,92 Meter. Das Hubbett ist elektrisch verstellbar, fährt schön komfortabel nach unten. Genau. Motorrad muss dann natürlich raus. Drunter hat man trotzdem noch ordentlich Stauraum und hier oben kann man wirklich herrlich schlafen, weil wir haben einfach ein vernünftiges Bett mit Lattenrost. Die Belastbarkeit von dem Bett sind 250 Kilo. Und dann wieder schön nach oben. Das Bett ist jetzt aktuell oben. Es hat nicht nur von hier hinten einen Schalter, sondern auch von vorne. Also wenn man innen ans Bett läuft, kann man auch von vorne hoch runterfahren. Und hier unten hat man nicht nur wunderbar großen Stauraum, sondern auch richtig schön beleuchteten Stauraum. Die Motorradrampe ist hinten befestigt über drei Schrauben, die man reindreht. Die braucht man nur leicht nach oben drehen, dann kann man die rausziehen. Und dann einfach auflegen. So, genau. Die Rampe kann man einfach auflegen. Die macht so einen ganz stabilen Eindruck. Man kann sie auch noch mal zusätzlich hier befestigen durch das Loch, wenn man Angst hat, dass die rutscht. Diese Ösen sind eigentlich dazu da, natürlich das Motorrad dann innen zu verzurren. Der Davis 630 hat einen schönen großen Gaskasten hier hinten. Da kriegt man wunderbar 2x5 Kilo nebeneinander. Serienmäßig hat er jetzt ja wie alle Modelle eine 4 kW Dieselheizung. Gas schadet trotzdem nicht. Und gleichzeitig hat es hier auch noch gut Stauraum unter dem Bett. Vorne ist der Davis 630 ganz klassisch aufgebaut mit drehbaren Fahrersitzen und dann einer gegenüberliegenden Bank. Der Tisch ist jetzt gerade auf maximaler Größe, den kann man auch ganz klein machen. Ist dann eben praktisch, wenn man fährt, dann kann man mit dem Sitz weit zurück und eben gut vorbeilaufen. Das hier und könnte den dann auch noch nach hinten schieben. Immer bei Karmann kann man den Tisch auch außen als Campingtisch einhängen. Optional gibt es ja ab dem Modelljahr 21 für alle Davis auch hier vorne ein Skyroof mitzubestellen, macht einfach richtig schön hellen Innenraum und auch eine neue Sonderausstattung ist eine Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitze. In der Küche haben wir hier ein schön geräumiges Kochfeld, kriegt man auch wunderbar zwei Töpfe unter. Nebendran das Waschbecken, zweigeteilt, kann man eben entweder auch nur den Wasserhahn rausholen und die Hälfte noch als Ablagebecken nutzen. Unten haben wir in der Küche überall Schubladen, die waren nicht ganz so tief, wie ich gedacht habe. Genau. Und ganz unten auch nochmal. Und was wirklich schön ist bei dem Grundriss, dass der Kühlschrank hoch ist. Wir haben hier einen 90 Liter Kühlschrank, der eben nicht da unten untergebracht ist, sondern hier. Heißt, man kommt da auch vernünftig ran. Immer mit Gefrierfach. Hier unten ist jetzt der Kleiderschrank.
mit so einer Stange, auch dann kommt man, obwohl er tief ist, gut ran. Im Kastenwagen muss man ja immer jeden Stauraum, den man hat, ausnutzen. Deswegen ist hier nochmal ein kleines Fach untergebracht. Hier haben wir einen Lichtschalter. Der Davis hat ja immer dunklen Möbelkorpus und helle Oberflächen. Hier mit dem Licht ganz schick integriert. Und oben kann man noch die Arbeitsfläche erweitern. Das Schöne am Bad vom Davis 630 ist, dass es wirklich schön groß und geräumig ist. Man kann auf der Toilette sitzen, ohne sich die Knie anzustoßen. Das Waschbecken sitzt da hinten. Hier ist der Wasserhahn nicht zum Rausziehen, wie sonst immer bei den Duschen. Wir haben nämlich einen komplett separaten Duschkopf hier hinten und dadurch auch eine richtig schön große Dusche, die einfach abgetrennt wird durch die Kunststofftür hier. So rum, genau. Und dann Tür zu, also die Dusche an sich ist hier echt richtig groß. Wir haben den neuen Davis 630 jetzt auch hier auf der Händlertagung bestellt. Der wird also schnellstmöglich bei uns in der Ausstellung sein. Wenn Sie sich für den interessieren, rufen Sie vorher an und fragen, ob er wirklich schon da ist. Und dann kommen Sie am besten gleich mit Ihrem Motorrad vorbei und können sich überzeugen, wie wunderbar das da hinten reinpasst und wie schön man Campen und Motorrad verbinden kann. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, rufen Sie uns doch einfach an und verabreden einen Termin. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart, 15 Minuten weg vom Stadion, direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf.